ist schon da ein ziemlich starkes Stück, was da abläuft. Da soll also jetzt praktisch ein Trainingsplatz, ein Übungsplatz weichen, wohin weiß kein Mensch, der sehr wichtig ist für die Ausbildung von Hunden, die auch als Rettungshunde eingesetzt werden, beispielsweise wenn Häuser eingestürzt sind, wenn Menschen unter Trümmern liegen. Aber das scheint ja nun die Hüter der Macht in der Stadt Essen nicht zu interessieren. Ihnen sind jetzt Leute wichtiger, die, wenn man es genau nimmt, zum großen Teil auch widerrechtlich in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingedrungen sind. Ihnen also Wohnraum zu verschaffen, sie dort unterzubringen und dafür eine richtige Einrichtung richtig vor die Hunde gehen zu lassen, das scheint der Rat der Stadt wohl im Sinn zu führen. Und etwas komisch mutet das schon deshalb an, weil wenn man dort einen Wohnkomplex bauen wollte, würde man wohl kaum eine Baugenehmigung bekommen, denn dort soll ja eine Gasleitung verlaufen, eine dicke, fette Gasleitung. Und außerdem ist ja da jede Menge, dort ist ja auch jede Menge Elektrosmog vorzufinden, der von den Oberleitungen herkommt. Ja, das kann man jetzt nicht so sehr verstehen, was da geredet wird. Ist ja auch nicht speziell aufgenommen worden. Hier also ein kleiner Blick in das Heim. Alles ist ja in einer jahrzehntelangen Arbeit entstanden, ist auch sehr gepflegt und, wie schon erwähnt, auch sehr wichtig. Da beißt also keine Maus einen Faden von ab. Rettungshunde möchte nicht erleben, dass es die nicht mehr gibt. Ja, und dann sagte ein Demo-Teilnehmer: Stell dir mal vor, dein Vermieter kündigt dir deine Wohnung, um eine Flüchtlingsfamilie einzuquartieren, von der nicht einmal feststeht, ob sie in Deutschland bleiben darf. Was machst du? Ja, ich würde also da sofort zum Gericht gehen und eine einstweilige Verfügung verlangen. Hier müsste man wahrscheinlich zum Verwaltungsgericht gehen. Also im höchsten Maße skandalös dürfte die Sache in jedem Falle sein. Und man sollte einfach auch mal genau hinsehen, wer im Rat sich dafür ausspricht, hier diesen Hundeplatz aufzugeben und dafür ein Flüchtlingsheim dorthin zu setzen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Essen keine brauchbareren Plätze dafür gibt. Ja, die Leute zogen dann also los, haben eine große Runde gedreht und kamen dann wieder zurück. Hier sind so einige Fotoschüsse, nachdem sie sich dem Platz wieder näherten, war schon sehr erschütternd zu wissen, was dort passieren soll. Ja, und dann auf der anderen Seite, was man den Leuten dort vielleicht sogar zum Teil widerrechtlich aufzwingen möchte. Ist schon schlimm,